Das Thema von heute sind die Schultern, Kräftigung der Schultermuskulatur. Dafür brauchen wir zwei Kurzhanteln. Übung Nummer 1, Seitheben. Du stellst die Schulter breit hin und hebst die Arme, so wie die Übung es schon sagt, seitlich hoch. Ungefähr fast bis Augenhöhe, Minimum bis Schulterhöhe. Das kräftigt schön den mittleren Anteil des Schultermuskels. Übung Nummer 2. Angewinkelte Arme, Ellbogen auf Schulterhöhe und wir schließen die Ellbogen, wenn es geht, ganz zusammen und dann wieder Maximum breit. Diese Übung heißt Butterfly. Übung Nummer 3. Noch einmal anwinkeln die Arme und jetzt machen wir eine schöne Rotation, sprich eine Drehung in der Schulterkugel. Du kommst nach vorne mit dem Gewicht, haltest aber den rechten Winkel zwischen Oberarm und Unterarm und schön dehnen und kräftigen zugleich. Übung Nummer 4. Shoulder Press. Stell dich wieder ganz normal hin und du hebst die Arme von der Schulter weg, hoch das Gewicht zur Decke und wieder zurück. Bitte auf die Lampe aufpassen. Übung Nummer 5. Diese Übung ist so ähnlich wie Shoulder Press, aber in diesem Falle machen wir einen schönen großen Kreis. Ganz rauf, ganz runter. Einige sagen auch dazu, es ist die Rainbow-Übung, aber ich finde, es ist ein ganzer Kreis und der Rainbow hat nur einen Halbkreis. Und wir kommen schon zu unserem Finisher. Seitheben noch einmal, aber wie du siehst, ich versuche 3, 4, 5 Sekunden das Gewicht oben zu lassen. Das heißt, ich hole jetzt noch das Maximum aus meinem Schultermuskel raus. Schön seitheben, so hoch du kannst, ungefähr natürlich Augenhöhe und dann wieder senken. 3, 4 Sekunden halten. Leute, viel Spaß und viel Erfolg mit den Übungen.